Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. Ich habe uns erstmal offline ein bisschen Platin organisiert und war einmal unser Gold einsammeln. Das Gold habe ich verkauft, das hat uns 53 Millionen in etwa gebracht. Wir haben jetzt Platin, das wir erstmal verkaufen können im Schiff und im Anzug. Ich habe die Teile zum Teil neu eingeordnet. In den super aufgeladenen Plätzen, die es jetzt gibt. Und werden als erstes mal kurz das Platin verkaufen. Hier können wir das, habe ich eben schon geguckt, mit minus 0,4%, das geht noch. Werden wir jetzt einmal verkaufen. Weil das Gold hat uns nicht sehr viel gebracht. Hier haben wir noch Navigationsdaten. So, wir wollten jetzt die Artemis-Mission fortführen. Und dafür müssen wir erstmal ein Terminal für Spezialforscher bauen. Das können wir am besten auf unserem Frachter machen. Werden wir da hinreisen. Solange wir keine vernünftige Basis haben, stellen wir das einfach erstmal in den Frachter. Das müsste eigentlich auch gehen. Dann können wir uns den angestellten Gag immer noch suchen dann. Das ist kein Problem. Ich habe unseren Frachter auch ausgebaut etwas, also umgebaut, damit wir jetzt mit Pflanzen unser Geld verdienen können, wenn wir welches benötigen. Die sollten auch schon ausgewachsen sein. Ist nur ein bisschen problematisch. Es sind so viele Teile, also Räume, dass ab und zu jetzt im Frachter ganz schön hakt. Oder er nicht lädt und man durchfällt. Immerhin fallen wir nicht direkt durch. Aber ich habe uns unseren, den... Sp Oh Gott, es hakt aber... Vielleicht müssen wir sie kleiner bauen. Unser Portal hier hingestellt, den Scanner. Und den Speicherpunkt konnte man sich jetzt in der Anomalie kaufen. Das habe ich erstmal gemacht. Hier ist unser Verkaufsterminal. Und das Ding stand halt drinne. Und zeige ich euch das eben schnell. Ja, ich habe auch uns zwei oder drei billige Fregatten schnell gekauft, damit wir die Traumantenne langsam mal bekommen. Für das lebende Schiff. Können wir mal gucken, was sie uns für Müll geben. Natürlich etwas dauern, bis man die Raumantenne bekommt, also das Rezept dafür. Deswegen sollten wir die ab und zu ruhig losschicken. Danach braucht man die auch nie wieder losschicken. Erst wenn man lebende Fregatten hat, um die Erweiterungsplätze für das lebende Schiff zu bekommen. Scheinbar hat man nur drei Stück losgeschickt. Gott, ich habe den hier falsch rum eingebaut. Das denn nur passieren? Nee, jetzt können wir die Mission nicht annehmen, oder wie? Oh, können wir doch. Jetzt steht er ganz falsch rum. Also einmal. Also wie können wir ihn jetzt anquatschen? Den einmal ganz drehen, oder? Jetzt? Ah, jetzt funktioniert. Dann stand da ganz falsch rum. So, dann habe ich noch eine Etage drauf gebaut für die Pflanzen. Und ich habe vielleicht ein bisschen viele gebaut.
aber da ich mir nicht sicher war, 60.000 gibt eine. Da habe ich halt gedacht, wenn wir mal Geld brauchen. Ich muss vielleicht die Hälfte wieder abreißen. Hier auch noch. Oh Gott. Ja, also man kann den zwar super weit ausbauen, aber dann hakt das wie Sau. Und auf der anderen Seite ebenso. Also vier Kammern habe ich gebaut. Alle gefüllt mit Giftigel. Nein, wo ist es? Wo ist es denn? Mit Giftigel. Und die geben uns halt laut Katalog, wenn wir nicht bei Minus landen. Also es hängt ja vom Handelsterminal ab. Gucken, wo ist es? Da gibt uns immer ein Beutel Gift jede Pflanze. Und das war das Sinnvollste. Das andere gibt irgendwie alles kein Geld. Ah, Dallkern sehe ich gerade, das hätte noch was gegeben. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, aus welcher Pflanze wir das, ob wir das auch selber anbauen können. Na, und jetzt haben wir halt Beutelgift. Wenn, kann man das ja noch tauschen, aber ich glaube nicht, dass man irgendwie Dellkerne anbauen kann. Also ich merke gerade, ich muss die hinteren beiden Räume löschen. Das sagt so extrem jetzt hier drin. Mit welchem Teleporter kommen wir nach vorne? Dem da. So, dann habe ich uns hier noch so ein Nährstoffding hingestellt. Da auch. Damit es besser aussieht. Oben sind dann unsere Lagereinheiten. Die habe ich hier erstmal alle hingestellt. Nehmen nicht viel Platz weg. Und wenn man so per Hand dran möchte, geht das ja. Sonst können wir ja auch einfach hier übers Menü bei den Frachter dran. Den habe ich uns hier auch erstmal ausgebaut, dass wir jetzt mehr Platz haben. Uns Treibstoff hergestellt. Und die Traumantenne haben wir ja leider eben nicht als Rezept bekommen. Mal gucken. Nö. Schade. Und die Anordnung auf die super aufgeladenen, ohne dass die sich berühren, hat am meisten Reichweite gegeben. Jetzt können wir 5400 Jahre springen. Dann werden wir wohl einen Großteil dann immer den Frachter benutzen. Und solange wir unten stehen, hakt es auch nicht. Also. So. Jetzt müssen wir aber irgendwie einen Raum bauen. Für diesen komischen Angestellten, den wir gleich brauchen. Jetzt die Frage, stellen wir die hier irgendwie hin? Das sind ja drei Stück. Also eins, dann gehen wir in die Richtung irgendwie noch. Hakt doch wie Sau. So, welche Farbe hat denn das hier? Hier, ne? So. Also, da müssen wir jetzt als erstes diesen Bauspezialisten. Ja. Warum? Ich weiß leider nicht, wie der Gag steht, aber wenn das mal so machen. Also den brauchen wir. Die anderen haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Oder? Exofahrzeuge, Industrie, Raffinerie. Nee. Die kriegen wir dann bestimmt, wenn wir den Bauspezialisten haben. Mal gucken, was das Platin, was wir noch im Schiff haben, hier wert ist in dem System. Minus 12%.
Ja, dann behalten wir es halt noch. So. Jetzt erweitere und besetze dein Zuhause mit Personal. Und wähle Ausbau der Basis. Ausbau der Basis. So. Einstellen. Angeblich gibt es auf dieser Raumstation einen, wo wir uns gerade befinden. Also unser Schiff. Hat hier zufällig irgendeiner geparkt? Ja sein können, dass hier ein cooles Schiff landet. Ja, also außerhalb des Frachters geht's. Also müssen wir echt. Dann werde ich einmal alle einsammeln, alle Pflanzen und dann die Hälfte der Pflanzenräume oder sowas löschen. Bisschen schade. Ich hätte gedacht, dass das, wenn man es halt so weit ausbauen kann, auch funktioniert. So, dann gucken wir jetzt, dass wir den kriegen, damit wir die Artemis-Mission weiterführen können. Gut, die Raumstation ist echt weit weg. Rufen wir uns am besten unseren Frachter hier hin. Aber erst, wenn wir in der Nähe von der Raumstation sind. Die Anomalie habe ich auch hier geparkt. Aber wo will er denn hin? Da wollen wir doch hin. So. Also da würden wir rauskommen. Dann rufen wir mal irgendwie den Frachter. So auch. So. Jetzt Raumstation. Ist denn hin? Super, jetzt habe ich unseren Frachter auf den Kopf geparkt. Also rechts sagt das System zumindest, befindet sich ein Gag, der für uns arbeiten will. Werden wir doch mal gucken gehen. So. Also. Ja, irgendwas. Bla. So. Einstellen. Er wird an seinem Platz sein. Gut. Weil wir diesen Angestellten jetzt haben, können wir dann weitermachen. Nein, das geht immer noch nicht. Jetzt müssen wir zu ihm hin. Dass die Missionen immer aneinander gekoppelt sind. Naja. Bestimmt, damit man auch mehr vom Spiel sieht und lernt. Dem Ausbauen und alles. Oh Gott, wo hab ich hab den doch hier eben irgendwo geparkt. So hin. Da drüben. Oh, Fregatte. Oh. Beinahe die Fregatte gerammt. So. Er müsste jetzt ja oben an seinem Platz rumstehen. Transporter. Warte, müssen wir hier lang immer dem Grünen folgen. Dann warten wir, wo war das jetzt hier? Ist er das hier? Nö. Nee. Ja, dann geh aus dem Weg. Oha. Also wir reden mit dem Hinteren. Das Glas nehmen. Ja, cool.
So, jetzt müssen wir warten, bis die Mission sich aktualisiert. Das chromatische Metall haben wir gesammelt. Können wir jetzt zu ihm zurückgehen? Aber hey, dieser andere Kick will mich doch jetzt verkackarschen, oder was? Bleibt der da partout stehen? So, können wir dann jetzt endlich die andere Mission weiter... Oh Gott, wir haben irgendwas bekommen. Ja, alles, was man sich freigeschaltet hat, der haben jetzt auch... Ah, wir haben jetzt die Wissenschaftsstation freigeschaltet. Müsste doch jetzt reichen, damit wir endlich Artemis weitermachen können, oder? Immer noch nicht. Baue Terminal. Muss ich alle drei bauen, oder was? Gutes Missionsziel. Auch nichts. Ist doch schon wieder... Wissenschaftler haben wir jetzt bekommen, ne? So. Farblich anpassen. So. Stelle im Basiswissenschaftler ein. Korvax-Raumstation. Korvax-Raumstation. Haben doch bestimmt eine. Ein paar Systeme waren wir ja nun schon. Gucken, wird die Mission... Oh, guck mal, da wird die Mission angezeigt. Na gut, das war schon... In ein paar Systemen waren. In dem Viking-System waren wir auch schon. Da wir ja scheinbar alle drei Stationen bauen müssen, damit wir endlich mit unserer Mission fortfahren dürfen. So, wer von euch will bei uns arbeiten? Wer ist es? Der da. Dann können wir direkt gucken, was das Platin hier wert ist. Wir stehen ja direkt neben dem Handelsterminal. So. Ist ja ein anderes System. Minus 15 wird ja mal schlimmer. Kehre zum Wissenschaftler zurück. Also das ist jetzt einfach hier hin und her gespringen. Das ist ja schon wieder... Da wollen wir endlich so eine Mission fertig machen mit Artemis. Und dann sowas. Wenn ich uns so sehe im Übrigen, ist das ja noch das Outfit, das wir also einfach so hatten, als wir angefangen haben mit Spielen, das dann vielleicht auch mal ändern. Also Standard rumlaufen wie alle am Anfang ist ja dann auch ein bisschen. Da werden wir eine extra Folge machen. Kürzere dann irgendwie. Kürbisknalle. Oh Gott, Kürbisknalle. Oh nee. Bauplankatalog aufgezeichnet, Schmiermittel. Kürbisknollen, Kürbisknollen. Das jetzt aber... War nicht gut. Uiuiui. Wir haben gar keine. Haben wir nie eingesammelt, die gibt es nur in Höhlen. Aber das kann da jetzt nicht wahr sein. Ist hier nichts, eine Kürbisknolle. Super. Überbring Apollo die Neuigkeiten über deine Basis und dein Personal, kehre in Weltraum zurück, nimm Kontakt auf. Geister der Maschine. Wir dürfen endlich weitermachen. Also gar nicht schlimm, dass wir diese komischen Wurzeln nicht haben.
Wir dürfen weitermachen. So, wo parken wir? Da. Warum parken wir eigentlich immer genau in der Mitte? Gibt neun Plätze für unsere Schiffe. Gut, wir haben nur das, aber immer in der Mitte. Hier nicht mal links oder rechts. Also, angehende Nachricht von Apollo. So, wie steht es um die Basis? Du sollst dir auf jeden Fall ein wenig Personal zulegen. Units sind doch nur dafür da, die eigene Dominanz gegenüber anderen Lebensformen zu beweisen, oder? Doch kommen wir zum wichtigeren Ding. Deine Ausrüstung muss in einem guten Zustand sein, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst. Du sollst da draußen ja nicht sterben, zumindest noch nicht. Du findest dann Niethaufen in verlassenen Gebäuden und beschädigten Maschinen. Das hat schon eine gewisse Ironie. Die Strukturen, die von Wächtern zerstört worden werden, zu ihrem Untergang führen. Bring die Nanithaufen zu Händlern in Raumstationen, um gegen Technologie einzutauschen. Das wissen wir ja schon. Nun, da wäre noch etwas. Nimm diesen Bauplan für eigenes Kraftfeld. Du wirst ihn brauchen. Brachte ihn als Geschenk, als eine Investition in unsere Partnerschaft. Ja, haben wir ja auch schon. So. Echt jetzt, wir müssen ein verlassenes Gebäude finden. Okay, und auf welchem Planeten? Dem da. Was ist das für ein Planet? Ein schäumender Planet mit Wächtern, war ja irgendwie klar. Da fällt mir ein im Infovideo, für was wir noch machen werden, habe ich ganz vergessen. Wir werden natürlich auch noch Wächter jagen. Für das Glas, was die fallen lassen können als Beute. Denn das werden wir brauchen für ein Upgrade. Das heißt, mit bisschen Glück sind da. Oh Gott, was macht mein Raumschiff denn? Nicht mal Gas gegeben. Also, wo wollen wir hin? Für das geborgene Glas, was die haben. Da können wir nämlich dann noch ein paar Upgrades drin finden, die man extra einbauen kann. Ist hier kein Gebäude in der Nähe? Ach doch, da. Was denn jetzt? So, Gebäude gefunden. Wir werden das erstmal kartieren. Der Planet ist. Ah. Hier gibt's. Bla, also hier so Tiere und wenn mich nicht alles täuscht, können wir. Eins von denen auch mitnehmen. Für unsere Basis, aber ich weiß gar nicht welches. Oh, ah, wir können das füttern. Das heißt, wir können das als Haus hier mitnehmen. Beeren extrahieren. Von denen kriegen wir Hexerbeeren. So, jetzt müssen wir das Ding einmal füttern. Oder das Ding nicht so weit oben. Also irgendwie will das Spiel heute nicht. So, wir haben nicht genug Butter dabei. Dann werden wir mal hier irgendwo. Ah. Ja, wir wollen dir Leckerli geben. So. Das war jetzt natürlich nicht das, was ich eigentlich wollte. Ja, extrahieren. So. Wir können nämlich ein so ein Blasending einsammeln und. Ah. Ach ne, doch, Blasenball. Den Basis stellen, so als Deko. Ah, der ist das. So, also das sind, die haben eine andere Farbe. Wenn noch irgendwo einer ist. Da ist noch einer. Die muss man nämlich einzeln sammeln und findet, also hier auf dem hier finden wir jetzt diese Blasen. Gibt es noch Planeten mit so Maschinenteilen irgendwie, die man hinstellen kann.
Und schaftet geradeaus. So kann er ja machen. Aber bis jetzt habe ich auch nur mal auf normalen Spielstand hier so auf dem Planeten ein und auf diesem Maschinenteil. Achso, das. Ja, kann man dann nämlich hinstellen. Ja, wieso denn eins? Gerade zwei eingesammelt. Zwei. Naja. Und es soll auch wohl auf 11 verschiedenen Planeten gibt es so eine Gegenstände. Es gibt auch noch auf einem Lichtplaneten so Lichtsäulen, die man einsammeln kann. Na gut. Das können wir dann auf unserer Reise alles mal mitnehmen. Weil es ist ja sehr schwer dran zu kommen. Man muss ja erstmal einen passenden Planeten finden, auf dem es sowas überhaupt gibt. So. Hier hat er uns hingeschickt. Also Müll. Was ist denn jetzt? Müll. Datenprotokoll analysieren. Und die Maschine kaputt. Finde einen Multiwerkzeug-Technologiehändler. Besuche einen Technologiehändler an Bord der Raumstation. Echt jetzt? Wir mussten hier runter, um nur wieder hochzufliegen? So ein Mist. Ah, seine Waffe im Multitool kann man jetzt upgraden auf 29.000 Schadenspunkte. Statt früher 13 oder 10. Mit den neuen Fächern, die sie freigeschaltet haben. Aber da bin ich noch nicht zugekommen. Ich habe jetzt noch hier unsere so erstmal gelassen. Machen jetzt 8.200. Aber das ist ja auch keine Alien-Waffe. Das Alien-Multitool habe ich einfach nur Plätze freigeschaltet. Das wir aus den Twitch-Drops bekommen haben, das Multitool. Das ist, ach naja, hier drin geht das wieder nicht. Erst für aussteigen. Das hier. Habe ich einfach nur die Plätze freigeschaltet. Und das war alles. Habe ich hier, die Waffe war drinne. Also, hier ist noch gar nichts. Habe ich noch nicht weitergemacht. Aber momentan gehen wir ja auch noch nicht echter jagen. Würfel. Danke. So. Hauptsächlich. Installiere dein Upgrade-Modul. Nee, will ich nicht. Oh, will ich nicht. Wenn du bereit bist, kehre in den Weltraum zurück und tritt mit Apollo in Kontakt. Ja, können wir das jetzt wieder. Danke. Heißt denn diese Waffe? Plasmawerfer. Gucken, hat er ein Upgrade? Oder ein Kraftfeld oder irgendwas. Der hat nicht mal S. So, dann können wir jetzt wieder mit Apollo reden. Das sieht ja fast aus wie unseres. Aber das hat so eine Heckflosse. Und dann sieht man beim Fliegen immer nichts. So, jetzt müsste er uns eigentlich gleich kontaktieren. Ah, kein Hologramm. Wir fragen mal, wer da am anderen Ende ist. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du uns finden. Ja. Genau. So, Mission.
Ah, cool. Hatte wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun. Bist du bereit? Das solltest du sein, denn dieser Job wird es in sich haben. Du wirst womöglich eine ganze Weile nicht zu deiner Basis zurückkehren. Aber wir haben ja eh keine. Schön, die Jagd kann beginnen. Ich habe auf deiner Welt eine Korvax-Einrichtung entdeckt. Die Störung in deinen Übertragungen ist ein Hinweis. Der Korvax könnte sich aber als Mitglied einer anderen Spezies ausgeben. Lass dich nicht täuschen, die synthetischen lieben Spionage. Ich bin kein Roboter, ich wurde so wie du geboren. Das hier ist aber keine Welt des Fleisches. Mein Gehirn, meine restlichen Organe, alles wurde in diese Hülle transferiert. Das bin ich. Ja, ist mir auch egal. Ich habe meine Rache zu gegebener Zeit verübt. Mehr musst du nicht wissen. Also gehen wir doch mal davon aus, dass die Wächter diese Portale benutzen, um herumzukommen. Wie werden sie aktiviert? Wir müssen sie beobachten, wir müssen sie anlocken. Und was gäbe es besser als den Angriff auf eine geheime Korvax-Fabrik? Wächter und Korvax sind beide Roboter-Lebensformen. Sie haben zu viel gemeinsam, das ist mehr als nur Zufall. Betritt die Fabrik und hacke das Terminal. Wenn wir Daten über die Wächter bekommen, gut. Wenn nicht, dann haben wir so viele angelockt, dass wir die Energiesprünge auf deiner Welt verfolgen können. Dann gehören die Portale ganz schnell uns. So, wo müssen wir jetzt hin? Zeig mir eine Richtung. Da. Was für ein Planet ist das? Ein paradiesischer ohne Wächter, aber wir sollen Wächter anlocken auf einem Planeten, wo es keine gibt. Super Idee. Aber eine sichere Flugbahn. Lass mich jetzt noch mal. Da ist noch ein Fregatte. Wäre ja mal toll, wenn das nicht alles Schrotthaufen wären. Handelsspezialist C. Ah, gar keinen Bock. So, wir müssen immer noch nach da. Wir müssen ja losschicken, um die Traumantenne fürs lebende Schiff zu bekommen. Ah ja, das war der Inselplanet, der nicht sonderlich viel Festland hat. Müssen wir jetzt bestimmt ein paar Wächter abknallen. Ah, das ist wieder nur der ungefähre Standort. Cool, da sind zwei. Ah, eine Fabrik und ein Speichersignal. Landen, landen, landen. Oh Gott. Was ist denn heute los hier? Nichts funktioniert. Auch nur, was er will. So. Müssen wir nur sehen, dass wir die richtige Antwort eingeben. Ah, guck mal, ist zu. Der Rang, Streublaster. So. Mal gucken. Auch noch reparieren. Reparieren und dann trotzdem Welt. Ja, super, wir haben einfach nur ein Upgrade-Modul bekommen. Es war mehr als nur eine Fabrik. Es war zu Hause der Korvax. Video überprüfen. Hat Bewegungen in der Fabrik aufgezeichnet. Es zeigt mir ein Video von der Lüftung zu meinen Füßen. Ich bin drin. Ich alleine. Leuchte die Stelle an. Eine kleine haarige Kreatur, die vor Angst zittert. Sie gibt einen Schrei von sich. Das Tier scheint schon eine Zeit lang hier gelebt zu haben. In der Ecke sind ein Nest, Essensreste auf kleinen Teller und sogar Spielsachen zu sehen. Das Tier scheint dem Korvax gehört zu haben.
Schwer krank auf jeden Fall sterben, Heilung ausgeschlossen. Keine Ahnung. Also wir füttern, es fängt an zu essen, kurze Zeit später hustet sie ihr Essen größtenteils wieder aus, setzt den Vorgang aber einfach fort, wobei ihr Maul bei jedem Bissen zittert. Ich verlasse die Fabrik und überlasse die Kriterien im Schicksal. Ist jetzt nicht abknallen, ey. So, die Mission ist aktualisiert. Was muss man jetzt machen? Berichte Apollo von der verlassenen Einrichtung. Ja. Wo ist die blöde Tür? Da. Jetzt müssen wir noch 20 Sekunden warten, weil wenn wir jetzt zu unserem Schiff gehen und starten, verfolgen uns die Flugeinheiten der Wächter. Das muss ja jetzt gerade nicht sein. Wir wollen ja einfach nur die Mission ein bisschen voranbringen. Nein, wie heißt die eigentlich? Ja, super, die heißt jedes Mal anders. Ah. So, wo haben wir geparkt? Da hinten. Also, jetzt wieder starten. So. Gute Arbeit, der Angriff auf die Fabrik hat sich ausgezahlt. Konntest du nützliche Daten sammeln? Kein Problem, wir haben was wir wollten. Konnte zahlreiche Signale aufzeichnen, als die Wächter eine nach dem anderen auftauchten. Unter der Oberfläche des Planeten gab es Energieströme, die sich von Monolith zu Monolith bewegten. Wir sollten auf der richtigen Spur sein. Untersuche diese Strukturen. Die sind garantiert alle miteinander verbunden. Ich stimme deinen Scanner auf die Energiesignaturen von Wächtern ab. Wir sollten unsere Beute bald haben. Viel Glück. Ich melde mich auf der anderen Seite. Was, wo müssen wir jetzt wieder hin? Jetzt müssen wir in die Anomalie. Warum haben wir nicht schon eingestellt? Da hinten. Also die Missionen sind alle miteinander irgendwie vernetzt. Ne, jetzt fliegen wir ja schon wieder zu unserem Frachter. Wir wollen da hin. Die Frage ist, was hier vorne? Oh ja, zum Glück. Ein Solarschiff. Rechts von uns. So, also was? Apollo und... Ne, Nada. Radar für Apollo. So. Welches neue Wissen, Reisender? Ist dir die Apollo-Entität bekannt? Ja. Gerade getroffen. Eine Reisende-Entität, die Nada nicht kennt, aber sie kennt die Artemis-Entität, die Nada nicht mehr kennt. Jo, ist klar. Diese Neuigkeiten beunruhigen Nada. Was entgeht unserem Zuhause noch? Nada wirkt besorgt. Er kehrt in sich. Das sieht man der Maschine auch an. Polo-Freund hat für unsere Sicherheit gesorgt. Nadas Hülle gehört Nada. Und nur Nada. Schon viele Jahre außerhalb des Datenzyklus. Wir helfen anderen zu fliehen. Jene, die unsere Realität verarbeiten können. Nada hat hier Frieden. Jene, die uns jagen... können uns nicht sehen. Nada möchte nicht, dass es ein Ende nimmt. Aber es ist besser zu verstehen und zu wissen, was uns jagt. Lass dich von uns nicht aufhalten. Der hat ja einen geilen Schädel. Der sieht übrigens aus wie ein Alien.
Wir haben gerade Quecksilber bekommen. Okay. So, was jetzt? Mission hier? Ne. Oh. Echte Energiespur folgen. Ist an Orten. Folge dem Signal, untersuche es. Echt, warum mussten wir dann hierher? Wir müssen reinfliegen, nur um wieder rauszufliegen. Suche nach der Quelle der Wächterenergiespur. Schade, so schnell konnte ich das überhaupt nicht lesen. Irgendwas mit Scanner oder so stand doch da. Blend's doch nochmal ein. Ah, Scan, sag ich ja. Auf welchem Planet? Da. Auf dem schäumenden Planeten. Bestimmt jetzt dann noch nicht das Portal, sondern erst so ein Alien-Monolith. Und der führt uns dann sicherlich zum Portal, so wie wenn wir auch eins suchen, denke ich mal. Ungefährer Standort kann nicht sein. Jetzt dürfen wir hier wieder versuchen, von oben irgendein Gebäude zu erkennen. Solange ich nicht in den Planeten knalle. So. Gott, ich sehe gar nichts. Zeigt er mir vielleicht ein Gebäude an? Ah. Mal gucken, wo könnten hier. Ja, landen mit der Suche beginnen. Nee, muss irgendwie nicht. Da bestimmt wieder so weit weg. Gibt es eine Blase, die wir einfangen können? 400, das ist ja gar nicht weit. Cool, was ist denn das? Navigationsdaten. Aha. So, Minenlaser. Das war falsch. Ja, überhaupt ist es gerade mehr geworden. Oh cool, da kann man nicht sonderlich gut durchfliegen. Sag mal. Jetzt ändert er die Richtung. Echt, jetzt soll er wieder zurücklaufen? Aber dieses System, das funktioniert so super gut. Naja. Ernst, einmal im Kreis gelaufen für nichts. Ja, da unten. Auch gleich zeigen können. Die Seite ist falsch. Immer. Vikin-Tafel. Da haben wir ein Vikin-Ding mit. Ein Dolch. Ich näher mich der Struktur und weiß nicht, was mich erwartet. Vielleicht eine Wächterarmee. Ein Pfad, der mich zur Artemis führt. Ich fühle etwas in der Struktur des Monolithen. Eine Geschichte, Vision brennt sich bereits in mein Auge. Aktivieren. Der Reisende, Ankunft. Jo, cool. Der Reisende ist unter dem Schatten eines roten Sterns erwacht. Er floh durch den einsamen Kosmos auf der Suche nach Bestimmung und Bedeutung. Er fand eine Anomalie, eine Abweichung, ein Tor zum Himmel. Weder Geck noch Vaikin oder Kovacs konnten sie sehen. Nur der Reisende konnte das Portal wahrnehmen. Doch er wusste nicht, wie man es durchschreitet. Er verstand weder die geheime Sprache noch die Glyphen. Er erkannte den Wert der letzten Wahrheit noch nicht. Ah, das Wissen der Glyphen? Aha. Krass. Entkomme den Wächtern oder zerstöre sie. Glyphensets geborgen. Was für Glyphensets? Naja, das ist falsch. Ja, stirb doch einfach. Aber was meint er mit Glyphensets? Oh.
Keine Ahnung. Ja, sag mir mal lieber, wo mein Schiff steht. Wäre wichtiger. Löwensets geborgen. Sprung in die Dunkelheit. Aha. Warum haben wir eins? Hier ist noch so ein Ding. Noch einer. Cool. Jetzt haben wir vier von denen. Bestimmt irgendwie schön hinstellen. So. Ah, das zählt auch, denen zu entkommen. Stand da ja aber auch, also. So. D. Präzise abstimmen. Entdeckt. Verfolgen. Nicht dieser Planet, ja, super. Und weiter. Ich weiß auch nicht, warum wir eins von drei haben. Können ja nur die Glyphen sein, die wir selber gesammelt haben, die 16. Aber wäre mir neu, wenn wir jetzt einmal 16 Stück sammeln müssen. Nein. Da wollen wir hin. Ja, Piraten. Die nerven jetzt aber auch nur. War es da bestimmt wieder hier nur. Ach nee, ist ein Gebäude, okay. Nicht, dass er wieder sagt, so ungefähr könnte es hier sein. Oh, muss aber nicht, kann auch woanders sein. Auf dem Planeten schon mal. Wird nichts eingeblendet. Scheinbar waren wir hier schon mal. Aber mir kommen irgendwie diese roten Pflanzen nicht sehr bekannt vor. Bewegen sich auch. So, ja, das kann ja nun keine Sau leisten. Aktivieren. Der Reisende Sünde. Der Reisende fand einen Weg. Das tun sie immer. Die erste Drohne schrie, als sie aufgeschnitten wurde. Yeah. Drohnen, die schreien können. Inmitten der zerrütteten Erinnerung an die Wächter fand der Reisende die Glyphen, die er brauchte. Er durchschritt die Pforte und trat vor das Angesicht der Allmacht. Der Reisende fragte den Atlas, wie viele Welten er noch besuchen müsse. Er hat in seinem Leben schon so viele gesehen, dass er nicht sterben wollte, bevor er sie alle entdeckt hatte. Der Atlas antwortete: 18. Naja, das sind das Billionen. Naja, so viel wie das Spiel halt Planetensystem hat. Mehr als jemand in einem Leben entdecken könnte. Es war unmöglich, das Universum komplett zu erkunden, bevor der Reisende sterben würde. So nicht richtig. Erstmal, das hier ist die Anzahl der Planetensysteme, also der Sonnensysteme, in dieser Euklid-Galaxie. Nur in einer Galaxie. Und es gibt weit mehr noch Galaxien als vier Sonnensysteme in dieser einen Galaxie. Also, es ist ja mehr als eine Galaxie mit dem Universum gemeint. Deshalb, naja. Code der Glyphen. Ja, das interessiert schon wieder nicht. Ja, die dritte machen wir auch noch, wenn er jetzt mal hier irgendwas anzeigen würde, wo wir schon wieder hinlaufen dürfen. Wahrscheinlich wieder irgendein anderer Planet. Da. 11 Minuten, also hier auf dem Planeten. Weil das Universum ist ja die Gesamtheit aller Galaxien und nicht nur einer. So, oh, bremsen, bremsen, landen, landen.
Kann durch den Boden schauen. So. Oh, hier gibt es Wörter zu lernen. Die nehmen wir direkt mit. Hier ist einer. Da drüben war einer. Oh, da ist der dritte. So. Einmal hier hoch. Aha. Aktivieren. Der Atlas erzählte dem Reisenden, dass er der erste seiner Art war und dass ihm eine Vielzahl folgen würden. Jeder von ihnen mit derselben edlen Seele und der Fähigkeit, in ewiger Einsamkeit von Planet zu Planet zu reisen. Der erste Reisende lehnte das Geschenk des Atlas ab. Es war nicht, was er sich erhofft hatte. Was war der Zweck der Unendlichkeit, wenn man nicht alles sehen konnte? Wenn man allein war? Wenn man eines Tages sterben würde? Der erste Reisende verfluchte den Atlas und behauptete, er würde schon überleben können, koste es, was es wolle. Der Reisende bezeuge all dieser Welten und sogar der gesamten Zeit selbst. Ja, und jetzt kriegen wir wieder Wissen. So. Wo haben wir schon wieder geparkt? Aha. Zum. So. So. Wir haben 3 von 3. Warum sollen wir jetzt nochmal scannen? Das sieht aber auch seltsam aus. Da hinten. 7 Stunden, also ein Stück weiter. Hier stehen Pyramiden auf eckigen Gebäuden. Also. So, fliegen wir oben lang, ist kürzer. Naja, nicht kürzer, aber schneller. Können uns mal die Piraten nicht so auf den Sack gehen. So, hier wollen wir hin. So, eigentlich müsste doch jetzt dann hier ein Portal sein, oder? Ja, hier ist ein Portal. Alter, das ist doch dieses schiefe Stück, wo wir eine Basis bauen wollten, oder? Oder nicht? Die Frage bleibt, das Portal auf dem Planeten, weil eigentlich soll es ja nur eins geben pro Sonnensystem, oder? Weil dann wären Basiscomputer hier erstmal sehr gut. Cool, wir müssten nicht irgendwas eingeben. Das Stargate hat sich so aktiviert. Betritt das Portal. Mhm. Ich glaube ja eher nicht. Basiscomputer. So. Wieder ein Portal für uns. Also wir haben Portal schief, Portal Basis und dann ist das hier Portal frei. Weil, ja. Art. Ja. Toll rein. So. So, das Betreten und das Weiterführen der Mission mit Artemis, was jetzt Apollo geworden ist. Das werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Immerhin haben wir jetzt ein neues Portal. Direkt gesichert für uns. Warum auch nicht. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann bis zum nächsten Mal.